In einer Großstadt sehen Tierschutzprojekte zwangsläufig anders aus als auf dem Lande. Hier an der Karl-Krämer-Grundschule in Berlin bereitet sich gerade die Tierschutz AG auf den Besuch eines Kinderbauernhofs vor. Die Schüler diskutieren, welche Tiere sie wohl zu sehen bekommen. Häufig kennen gerade Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen nur ihren Bezirk und waren noch nie außerhalb der Stadt. Deshalb gibt es mitten in Berlin eine ganze Reihe solcher pädagogisch betreuter Kinderbauernhöfe, in denen die Stadtkinder erstmals hautnahen Kontakt zu typischen Bauernhoftieren bekommen können. Die Kinder der Karl-Krämer-Schule haben Futter für die Tiere mitgebracht. Ein Mitarbeiter erklärt den Schülern, welche Obst- und Gemüsesorten für die Tiere gebraucht werden und was besser nicht gefüttert wird. Können die auch den, das legen wir mal zur Seite, das ist nämlich Sellerie, da mögen die nicht so gerne. Für die Großstadtkinder ist der Kontakt zu den Tieren wichtig. Im Gegensatz zu einem Zoobesuch bekommen sie hier eine erste Vorstellung davon, wie man mit Tieren umgeht. Die Kinder sollen ja nun gerade als Großstadtkinder ein bisschen Kontakt zu den Tieren bekommen. Und wir sind auf der Suche gewesen nach einem Bauernhof, der nicht weit weg von uns ist. Und wo die Kinder einfach mal Kontakte zu Tieren bekommen. Und langfristig wollen wir auch eine Patenschaft zu den Tieren haben, dass die Kinder ganz regelmäßig vielleicht zu diesem Moritzhof gehen können und mit den Tieren die Tiere pflegen können, füttern können und einen guten Kontakt als Großstadtkinder bekommen. Und dann geht es endlich zu den Tieren. Bei Hängebauchschwein Susi erfahren die Kinder zunächst, was eine Ohrmarke ist. Was Ähnliches. Steht eine Nummer drauf und da steht dann auch der Name. Na komm doch mal raus, meine Süße. Ich weiß, wie man... Ne, willst du nicht? Komm doch mal raus, du faule Sau. Ja. Habt ihr gesehen? Ganz vorsichtig nennt die das, ne? Die sind nämlich ganz lieb. Es hat was einfach mit der Rasse zu tun. Es gibt Schweine, die... Beim Füttern und Streicheln merken die Kinder, dass sich die Haare eines Schweins ganz schön fest anfühlen. Sie ist ein Schweinbürste. Wie fühlt sich das Schwein an? Ganz schön hart. Wie eine Füller aus Schweinebauch. Und so erfahren die Kinder, dass die Haare Borsten heißen und zu Bürsten gemacht werden können. Dass Hühner, Enten und auch ein großer weißer Vogel Angst vor Menschen haben und deshalb weglaufen, ist eine neue Erfahrung. Doch was war das nochmal für ein Vogel? Nein, es ist keiner. Das ist kein Schwan. Nee, ist auch keine Ente? Party. Ein Huhn? Ein Huhn ist es auch nicht. Ein Hahn. Ein Storch? Nein. Oh Gott. Das ist so ein klassisches Bauernhoftier, ne? Gibt es eigentlich auch Bauernhöfen? Hä? Komm, die können doch weglaufen. Gans, so ist es. Die können doch weglaufen. Eine Gans, so ist es. Dass Ziegen immer hungrig sind, ist für Schüler auch neu. Aber anders als im Streichelzoo wird hier darauf geachtet, dass es nicht zu viel Futter gibt. Die wissen jetzt, dass es was gibt. Deswegen kommen die jetzt nämlich hier auch. Die werden immer fressen. Aber das tut denen nicht gut. Wenn sie zu viel fressen, dann werden sie auch krank. So ist es. Wenn sie nämlich zu viel kriegen und immer wieder und dann auch noch falsche Sachen, manche Leute füttern dann, fangen dann an hier mit Brötchen, da werden die krank von. Und warum Ziegen so gut klettern können, das erfahren die Kinder auch. Die Form, aus denen Ziegen mal. Die sind jetzt ganz wild. Diese Hausziegen gezüchtet wurden, eigentlich in den Bergen leben. Du hast aber eine ganze Menge heute. Hm? Wollt ihr auch nochmal? Nee? Angst vor ihm? Ja. Muss man keine Angst haben. Ne? Wichtig ist es, Berührungsängste abzubauen, denn die Kinder sollen die Tiere mit allen Sinnen erleben, auch wenn sich manches komisch anfühlt. Das ist ja gemein, wenn du ihm jetzt vorenthältst. Sarah, wie fühlt sich das an? Das fühlt sich ein bisschen eklig an von seiner Spucke. Und das Fell? Das fühlt sich weich an. Das Konzept geht auf. Die Schüler sind an den Tieren interessiert, haben einen ersten Bezug zu den Ziegen und Schafen bekommen. Einige wollen sich zukünftig auf dem Kinderbauernhof mit engagieren. Ich würde die Tiere füttern und mithelfen. Mit Stall und so. Das würde ich tun. Und die Karl-Krämer-Schule wird eine langfristige Kooperation mit dem Kinderbauernhof eingehen. Denn nur wenn Stadtkinder einen Bezug zu Tieren haben, dann können sie sich auch für den Schutz der Tiere einsetzen.
Ich denke, das ist für andere große Stunde eine interessante Perspektive, zusammen mit einem Kinderbauernhof, der in der Nähe ist, eine Kooperation anzubahnen, nämlich die Tiere zu pflegen, zu füttern, überhaupt einen Umgang mit Tieren kennenzulernen. Und das werden wir ausbauen. Wir werden regelmäßig jetzt als Tierschutz AG hier hingehen. Und ja, wir freuen uns darauf, dass wir jetzt hier einen guten Kontakt beginnen können und ja, Perspektiven entwickeln können. Und solche Perspektiven sind sicher nicht nur für Berliner Kinder wünschenswert.